Muss ich den Zehnten noch geben im neuen Bund? Was kommt uns als erstes in den Sinn, wenn wir an den Zehnten denken? Malachi 3, Vers 10, wo es heißt, ihr habt mich beraubt, sagt der Herr, weil ihr den Zehnten nicht gegeben habt. Wir geben aus Angst, aus Pflichtgefühl, ja, das ganze Stück Kuchen, das ganze Kuchen, ein Stück will Gott, 10%, 90 kann ich für mich benutzen. Die Bibel sagt, dass alles, was wir nicht aus Glauben machen, Sünde ist, nach Römer 14, 23. Der Zehnte geben ist in der Regel nicht durch Glaube motiviert, sondern durch Angst, Gott zu verärgern und dass er mich vielleicht nicht mehr segnet. Ich gab ihn treu viele Jahre und habe sogar Leute ermahnt, die es nicht taten. Aber der Zehnte ergibt für mich heute keinen Sinn mehr. Schau, im 1. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 18 steht, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hände gab. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Wenn du dich darauf stellst, ja, ich muss das auch so machen, musst du wissen, dass Abraham es nicht von seinem Geld bezahlte, sondern es war von der Ausbeute. Er eroberte nämlich zurück, was seinem Verwandten gestohlen wurde. Und von dem gab er 10%. Dann müsstest du es wie er machen, in Krieg ziehen, Ausbeute machen oder dich beschneiden lassen wie er. Er hat sich ja auch vor dem mosaischen Gesetz schon beschnitten. Wir müssen immer überlegen, zu wem wurde da geredet. Und dazu kommt noch, Abraham hat das einmal getan. Es ist kein weiteres Mal erwähnt. Als Jakob im Traum die Himmelsleiter sah und Gott mit ihm redete, hat er auch gesagt, von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. 1. Mose 28, 10. Später kamen die Söhne Levis, die den Zehnten Teil vom Volk Israel für ihr Amt erhielten. Weil die haben ja 100% am Heiligtum gearbeitet und jetzt denkst du, aha, Vollzeitpriester, aber das war der alte Bund. Das war ein System im alten Bund. Im neuen Bund sind wir alle Priester. Wenn der Zehnte für die Priester gedacht ist und wir alle sind Priester, so lasst uns das tun. Jeder gibt 10% in eine Box und wir teilen es unter uns auf, weil wir sind alles Priester. Das wäre doch eine gute Nachricht für die Armen und eine schlechte für die Reichen. Weißt du, weil in Wirklichkeit, wenn jemand 100.000 im Monat hat und 10.000 geben muss, tut ihm das nicht weh. Aber jemand, der vielleicht von Hartz IV lebt, dem tut es weh, den Zehnten zu geben. Es gab da noch einen weiteren Zehnten im Alten Testament, und zwar ein besonderer Festzehnter, der anlässlich einer Pilgerreise nach Jerusalem selbst in Anspruch genommen wurde. Der Festzehnte war keine Abgabe, sondern eine eigene Festtagsrücklage. Also da gab Gott wirklich den Auftrag, das Geld für Fest und für Alkohol auf die Seite zu legen. Es gibt heute einfach keinen Grund mehr, den Zehnten zu geben. Aber jetzt sagst du vielleicht, hey Andrea, Jesus sagt doch, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Gerade vor 2 Tagen hat mir Jesus das so schön erklärt. Gib Gott, was Gott gehört. Und das ist mehr als Geld, das ist der erste Platz im Leben. Das ist meine Zeit, die Gaben, die ich habe. Und dem Staat, ich soll mich an die Gesetze halten, weil es nicht gegen Gott spricht. Und Steuern zahlen, soweit es mir halt möglich ist. Jesus selber erwähnt den Zehnten einmal.
Und das steht in Matthäus 23, 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das wichtigste Gebot im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Und auf diese Bibelstelle hin sagen viele, ja, Jesus sagt es auch. Oder dass es auch noch in Lukas 6, 38 steht, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und weißt du, Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und das Gesetz, das waren nicht nur die 10 Gebote, das waren noch 603 andere Gebote, also 613 Gebote. Aber sie waren niemals für uns bestimmt. Der alte Bund ist nicht für uns bestimmt. Er war fürs Volk Israel. Wir sind Heiden. Er war nicht für uns bestimmt. Für uns, wir sind im neuen Bund. Und jeder, der an Jesus Christus als Gottes Sohn Erlöser glaubt, der Zehnte geben ist einfach dumm. Es ist nicht so, dass Leute, die aufhören, den Zehnten zu geben, nicht großzügig wären. Reinhard Hitler gab ein Jahr lang 90% von allem zum Beispiel. Eben, es gibt Sachen, wo Gott es aufzeigt und man gibt sogar mehr als das. Es ist lächerlich zu denken, mit dem Zehnten aufzuhören, weil du nicht großzügig sein kannst. Der neue Bund lehrt Großzügigkeit, nicht 10%. Was ich noch nicht sage, die Bibel hat nie was von 10% gesagt. Es waren nämlich eigentlich 3,5 Zehnte, wie ich schon sagte, die verschiedenen Zehnten zusammen. Der neue Bund lehrt Großzügigkeit, nicht 10%. Ich sag dir was, wenn du den Zehnten gibst, limitierst du deinen eigenen Wohlstand. Warum? Wer den Zehnten gibt, kann von Gott nicht gesegnet werden, weil vielleicht erreichst du es durch eigene Werke oder Schweiß, Anstrengung, aber die, welche den Zehnten geben, können von Gott nicht gesegnet werden, weil durch das Gesetz kann niemand die Segnungen Abrahams bekommen. Wenn du aufhörst, nach dem Gesetz zu leben und den Zehnten nicht mehr gibst und wenn du verstehst, was Großzügigkeit heißt und reichlich säst, wirst du auch reichlich ernten und wirst du Zugang zu allem Reichtum des Himmels haben. Das Problem ist heutzutage, dass der neue Bund das wohl am meisten missverstandenste Thema der Gemeinde ist. Generell gesprochen, es existiert eine Mischung aus dem alten und neuen Bund im Leben der Christen. Und durch einen Großteil der Kirchengeschichte hindurch vermischte die Gemeinde diese beiden Bünde im Glauben und praktischer Umsetzung, was den Ausdruck des Lebens und der Kraft Christi durch sie stark beschränkte. Leider ist die Vermischung der beiden Bünde eher die Regel und nicht die Ausnahme. Am Anfang fand ich das alles schräg und komisch und unglaubwürdig für mich, aber ich, Andrea, habe erkannt, wenn wir über Generationen gewöhnt waren, Dinge falsch zu machen, dann wird uns der richtige Weg falsch erscheinen. Ich hatte zuerst Schiss, den Zehnten nicht mehr zu geben. Ja, bin ich nicht mehr so gesegnet, was denkt die Kirche und, und. Ich habe mit einem Pastor vor 2 Tagen ein Gespräch gehabt, weil es mich so störte, dass man am Sonntag, wir bauen Gottes Reich, bitte zahlt mit. Es kam mir so selbst zusammengeschustert vor, weil was Gott bestellt, bezahlt er auch. Warum hat ein Georg Müller im 17. Jahrhundert in London nie Spendenaufrufe gemacht? Warum eine Taube Heidelberg, ein Reinhard Hitler nicht und sie existieren trotzdem? Was Gott bestellt, bezahlt er auch. Also im Sommer hat das angefangen, mich zu stören. Überall diese QR-Codes, diese Sammelbüchsen. Ich bin kein geiziger Mensch. Aber ich sah einfach, dass die Kirche heutzutage eine Firma ist, die viele Auslagen hat und es muss Geld reinkommen, zwangsläufig. Man vertraut nicht mehr so auf den Heiligen Geist, man gibt ihm auch nicht mehr den nötigen Raum. Man ist wieder unter dem Gesetz. Und Strukturen bestimmen das Leben in der Kirche und nicht der Geist Gottes.
Weißt du, es gibt wohl nichts als uns des gottgegebenen Potenzials und der himmlischen Segnungen, die legal uns schon gehören, mehr beraubt als mangelndes Verstehen und Erleben des neuen Bundes. Wenn unsere Herzen diese Wahrheit wirklich begreifen, werden wir beständig ein Leben der Segnungen und des Sieges, der Versorgung und der Intimität mit dem Herrn erleben. Es ist unmöglich, den Bund ohne Hilfe des Heiligen Geistes zu verstehen. Deshalb werden wir am Schluss noch zusammen beten. Ich hatte mit einem Pastor ein Gespräch vor 2 Tagen und er sagte mir, als ich sagte, warum diese Spendenaufrufe, man könne doch wie der Georg Müller das machen. Ja, das sei ein Beispiel, das sei zu einseitig. Und schließlich habe Paulus auch einen Spendenaufruf im 2. Korintherbrief gemacht und die Korinther sogar manipuliert beim Spendenaufrufen. Ja, das ist eigentlich nicht viel anders als heute manchmal, wo es heißt, du kannst jetzt deine Großzügigkeit noch zeigen in Form von Spende. Investiere dich in Gottes Reich. Und, was da gesagt wird, manchmal wird auch noch die richtige Musik gespielt, so ganz feine Musik, die dazu animieren. Oder animiert. Ja, aber wer war, warum musste Paulus ein... Ja, Paulus, es wurde gesagt, eben vom Pastor Paulus hat manipuliert, er hat gesagt, hey Korinther, ich habe jetzt den Leuten zugesagt, dass ihr viel spenden werdet, jetzt lasst mich nicht im Regen stehen. Ich habe dann gesagt, du weißt schon, warum er sammeln musste und für wen. Ja, für die Gemeinde in Jerusalem, sie war verarmt, unter anderem, weil sie alles weggegeben hatte. Sie dachte, Jesus kommt morgen wieder. Und ich finde es auch richtig, dass sie was erhielt. Schließlich sind von ihr alle ausgegangen. Aber ich denke, die ganzen Löhne und Gebäude, die heute finanziert werden müssen, ich mag es auch oder mochte es, in solche Gebäude zu gehen. Aber ich finde, wir müssen dringend zur Apostelgeschichte zurück. Und diese Vermischung vom Alten und Neuen Bund ist nicht gut. Ich habe es auch noch nicht alles begriffen. Ich bin erst am Anfang in den Kinderschuhen. Und mein Glaube ist ebenso ein Stück weg wie der deine. Deshalb prüfe alles, was ich sage. Jetzt beten wir. Kostbarer Heiliger Geist, bitte hilf uns, die Wahrheiten des neuen Bundes völlig zu verstehen. Hilf uns, uns nicht über andere zu erheben, die es nicht verstehen oder nichts damit zu tun haben wollen. Decke jedes Denken des alten Bundes in unserem Herzen und Verstand auf und hilf uns, es loszulassen. Wir anerkennen, dass wir dich brauchen und bitten dich, dass du unsere Herzenaugen öffnest, damit wir die Botschaft des neuen Bundes wirklich ergreifen können. Zeig uns auch das mit dem Zehnten und wie du möchtest, dass wir uns in dein Reich investieren, wie du möchtest, dass wir dein Geld verwalten. Jesus, wir wollen unter der Gnade und nicht dem Gesetz leben. Sei du, Heiliger Geist, von heute an unser Lehrer in Jesu Namen. Amen.